Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Seven vs. Wild, der Hype ist einfach mehr als real, Freunde. Wir haben heute schon die nächste Folge, die online kommen wird. Die werdet ihr wahrscheinlich gerade alle gesehen haben und jetzt seid ihr bei diesem Video gelandet. Wir werden uns morgen die neue Folge, die jetzt heute am Samstag rausgekommen ist, zusammen ansehen. Also morgen, Sonntag, 18 Uhr, werdet ihr auf jeden Fall meine Reaction haben. So wie immer pünktlich zu der neuen Folge. Jetzt haben wir aber erst einmal immer noch Seven vs. Wild Content und zwar von der Behind-the-Scenes-Reihe von Dave, die unfassbar strong ist, haben wir jetzt den nächsten Teil. Notfall-Einsatz des Seven vs. Wild Medical Teams. Das ist quasi so ein Spin-off hier schon, ja, in dem wir uns befinden. Ich bin super gespannt. Bis jetzt, die Behind-the-Scenes-Reihe hat nicht enttäuscht. Wir kriegen so viele Background-Infos vom Team. Die Sachen, die man da sieht und mitbekommt, sind richtig, richtig wichtig teilweise, finde ich auch, um die richtige Hauptserie Seven vs. Wild noch mehr enjoyen zu können. Ich bin super gespannt. Am Ende des letzten Behind-the-Scenes gab es eine Verletzung im Team. Wir haben gesehen, fuck, Schnittwunde, wir müssen irgendwie hin. Irgendjemand ist auf jeden Fall ein bisschen verletzt zumindest. Ich bin sehr gespannt und ja, wir gehen direkt rein. Let's go. Tiefe Schnittwunde. Führst du dein BWE? Oh. Oh, das sieht blutig aus. So, von Tag 1 Scouting direkt ins nächste Drama. Ja, Leute, ein Thema, ein unschönes Thema haben wir auch noch. Es gab den ersten Einsatz. Ich sag mal so, das, was dort passiert ist, würde ich jetzt mal als Laie sagen, ist schon mal eine Nummer schlimmer als das Schlimmste aus Staffel 1. Oh, shit, actually. Das Schlimmste aus Staffel 1 war der Baumstamm, der bei Niklas auf den Kopf gefallen ist. Die Platzwunde hinten am Kopf, das war das Schlimmste, würde ich sagen. Dave hat natürlich aus allen Löchern, ist er ausgelaufen quasi, war auch nicht so schön. Aber das war das Schlimmste, soweit ich das noch richtig im Kopf habe. In der letzten Folge habt ihr erfahren, aus welchen vier Personen das Medical Team besteht. In dieser Folge möchten wir euch einen tieferen Einblick geben. Welche Vorbereitungen mussten getroffen werden? Wie weit reichen unsere Behandlungsmöglichkeiten vor Ort? Und was passiert, wenn diese nicht mehr ausreichen? Wie ist das Team ausgestattet und wie agiert es in einem echten Notfall? Viel Spaß mit Folge 6 von Seven vs. Wild Behind the Scenes. Okay, also kriegen wir hier so ein bisschen die Sicherheitskette zu sehen, I guess. Die heutige Folge wird unterstützt von Koro, bei denen ihr dauerhaft mit dem Code DAVE 5% aufs gesamte Sortiment sparen könnt. Von Snacks wie diesen gefriergetrockneten Himbeeren im Schokoladenmantel, gute Qualität, über Nussmischung bis hin zu Riegeln, ist so ziemlich alles an Snacks dabei, was ihr für einen perfekten Seven vs. Wild Abend vor dem Fernseher braucht. Außerdem gibt es eine Menge Zutaten zum Kochen und Backen. Und das Beste, Koro setzt auf faire und nachhaltige Produktion. Wir im Büro nutzen fast jeden Morgen das Porridge von Koro mit Trockenfrüchten, um gut gestärkt für euch diese... Ist alles auf jeden Fall ein bisschen teurer bei Koro, aber ich habe da auch einmal bestellt. Nach meinem Geschmack so war es auf jeden Fall sehr qualitativ hochwertig. Videos schneiden zu können. Klickt jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung, bestellt euch eure Snacks und spart dauerhaft mit dem Code DAVE 5% aufs gesamte Sortiment. Vielen Dank an Koro für die Unterstützung und euch viel Spaß mit dem Video. Hi, ich bin Islam Buljev. Ich bin Notarzt, noch Oberarzt in einer Maximalversorgung bei der Gefäßchirurgie. Oberarzt einfach. Ich bin hier für medizinische Versorgung. Einfach Oberarzt. Okay, moin, ich bin Thorsten, ich studiere Medizin in Jena und arbeite bei Wandermut. Dort bin ich für die gesamte Autoerste-Hilfe verantwortlich und nebenbei arbeite ich auch als Autoerste-Hilfe-Ausbilder. Und nebenbei mache ich noch das, nebenbei Seven vs. Wild Star geworden. Was soll ich sagen? Geil. Ja, unser Medical Team ist vier Leute groß. Dazu gehöre ich natürlich, Thorsten, Clemens und noch Björn. Der ist erfahrener Notfallsanitäter, haben wir auch im Rettungsdienstbereich lange mit ihm gearbeitet. Ich kenne seine Arbeit, ist professioneller Mann. Clemens haben wir hier erstmal kennengelernt. Er ist Feuermann, dabei auch Rettungssanitäter. Feuermann, er ist auch aktiv beschäftigt. Ich mag, wie Islam redet, das finde ich süß. Ja, und ich glaube, jeder hat so seine besondere Funktion. Also Islam natürlich ist halt unser Notarzt. Da geht nichts drüber und sowas braucht man natürlich auch für so ein Projekt. Clemens zum Beispiel ist allzeit bereit, so ist völlig scheißegal, ob nachts, ob tags so. Clemens rennt und rettet die Welt so. Boah, Björn, geil. So ist unser guter Ruhepol. Björn und Islam haben ja auch tatsächlich in Deutschland schon lange Zeit zusammengearbeitet. Dementsprechend haben die auch wirklich ein nahtloses Teamwork. Ja, und meine Wenigkeit hat dann halt im Endeffekt den deutschen Rettungsdienst auf die Isla San Jose nach Panama gebracht. Geil. 29.08.18.39. Ja, also wir waren zum Zeitpunkt des Geschehens gerade eben dabei, unser ganzes Equipment zu organisieren. Dann kam der Tom reinmarschiert von Wandermut und war so, oh mein Gott, Notfall, Notfall, Johannes blutet, Schnittwunde. Das mit Johannes stimmt auf jeden Fall. Das haben wir, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, beim allerersten Behind-the-Scenes-Teil,
haben ja die Kandidaten den Erste-Hilfe-Kurs bekommen und da hatte der, der Clemens hieß er, glaube ich, jetzt, er hatte da an seinem Hemd Blut und meinte, ach, das war noch von Johannes von eben. Das heißt, da haben wir das schon gesehen. Action! Merkst du das? Ja. Dir auch? Ja, merke ich. Oben ist taub. Oben ist taub? Ja. Okay. Einmal so vor frei machen. Boah, ich bin gespannt. Holy shit! Dann kam ein wirklicher Schwall von Leuten in dieses Zimmer. Unsere gesamte Ordnung, die wir in dem Moment eingerichtet hatten, war dahin. Und ja, als wir die erste Panik ein bisschen runtergespielt hatten, hat sich das Islam erstmal angeguckt. Also wir haben gerade unten versucht, die Gegenstände zu shooten, also Fotos zu machen. Und dann ist Fritz Machete abgetrieben. Dann sind wir eine halbe Stunde danach getaucht und auf Zufall habe ich sie dann gesehen. Oh nein, oh nein, oh nein, okay. Jetzt, deswegen ist die von Fritz auch so angegammelt, weil die einfach im Meer, die ist rausgeflogen. Oh mein Gott, guck, das ist, was ich meinte. Diese Hintergrundinfos, die kriegen wir doch nur hier. Die kriegen wir nur hier. Die Machete von Fritz ist ins Meer weg und er musste danach tauchen und hat sich dann an der Machete geschnitten. Und dann habe ich gegriffen nach der Machete. In dem Moment ist sie aus der Scheide raus durch die Wellen. Und ich habe richtig in die Machete reingegriffen. Jetzt habe ich die Schuppe nur bis auf den Knochen. Aber erst ab... Was? Durch die Wellen und ich habe richtig in die Machete reingegriffen. Jetzt habe ich die Schuppe nur bis auf den Knochen. Boah. Aber erster Praxistest fürs Medic-Team. Jo, jetzt fangen wir an. Einmal Hand aufs Rücken legen. Oh. So bleiben. Oh. Und dann haben wir geguckt, da war eine tiefe Schnittwunde, man könnte keine Fremdkörper sehen, was ganz wichtig ist bei primären Schnittwunde, dass man Fremdkörper alles rausholt, die Wunde schön ausspült und desinfiziert und dann je nach Tiefe gibt es bestimmte Technik, der Wundverschluss, haben wir uns angeguckt und dann Thorsten hatte mega Bock zu nähen, hat er angefangen. Ja, man sieht seinen Knochen so Johannes so, oh Jungs, ich weiß nicht. Oh ey, Junge, ich hab so Bock zu nähen, lass mich da ein bisschen nähen, so. Nee, oh Mann. Zu machen. Krass, aber, boah. Also, Medical Team, auch bevor die Teilnehmer angekommen sind, den Test bestanden. Funktioniert, Operation ja. Hier in der Base möglich, alles wunderbar, alles dabei, alles funktioniert. Finger und weitere Dinge können genäht werden, alles bestens. Nach Abspülung, nach Desinfektionsmittel in sterilen Umgebung hat er angefangen, Wunder zuzunähen. Haben wir auch vorgestern haben wir, ich glaube, die Nähte auch entfernt. Wunder sieht soweit gut aus, ist top. Krass. Soll ich sagen, ne? Ich hab's verdient auch ein bisschen. Johannes' Verletzung war zum Glück kein Code Red. Doch was, wenn es wirklich zu einer ernsten Verletzung kommt? Digga, das ist aber trotzdem schon krass. Ich sag's dir, es ist... crazy, aber auch die Story so, Fritz Machete weg, er wollte nachgreifen, durch die Wellen irgendwie aufgegangen, reingegriffen, fuck. Genau deswegen haben Paddy, Thorsten und Islam ein passendes Sicherheitskonzept ausgearbeitet. Beim Sicherheitskonzept ist die Sache, du schaust immer, wie kannst du die Gefahren so weit wie möglich reduzieren. Also ganz realistisch, es ist unmöglich, irgendwelche Gefahren komplett zu vermeiden. Klar. Dafür müsste man in Deutschland bleiben, irgendwo in seinem Wohnzimmer und die Füße hochlegen. Das geht nicht. So wie wir, wenn wir Seven vs. Wild gucken, uns kann nichts passieren, wir sind schon mal safe. Kein Medical Team für uns, alles cool, alles clean. Nicht, das ist unrealistisch, ein bisschen Restrisiko bleibt immer, aber wenn du ein paar Maßnahmen präventiv triffst und wenn du eine starke Rettungskette auf die Beine stellst, kannst du zumindest die Wahrscheinlichkeit senken, dass ein Notfall eintritt und wenn es doch passiert, dass die Person mit schweren Schäden da rauskommt. Bei Wandermut haben wir sehr gute Kontakte zum Militär, der Tom kannte den... Casual hat man halt, hat man, der casual. Der ist für Sicherheitsabläufe bei der Bundeswehr zuständig. Er hat uns mit dem Konzept versorgt, was er selber entwickelt hat oder mit der Struktur, wie die bei der Bundeswehr vorgehen. Und das heißt, krass. Was machst du? Du schaust dir erstmal die Umgebung krass, an. Krass, die sind wirklich auf highest Niveau hier. Insel, du schaust, wie sind die klimatischen Bedingungen, welche Gefahren gibt es durch die Umwelt. Und was du dann machst ist, du gehst diese Reise des Teilnehmers, gehst du Schritt für Schritt durch. Also du fängst an mit dem Helikopter-Drop-Off, dann das an Land schwimmen. Dann Shelter bauen. Junge, auch diese Animation, wie geil sieht das aus, wie geil ist diese Feuer machen, Reihe. Essen geil. Und Trinken suchen. Und du guckst bei jeder dieser Stationen, was schief gehen okay, kann. Wo kann überall was schief gehen? Wow. Na, also du malst so dir geil, so smart, ja klar. Aus, und dann hast du am Ende eine riesige smart. Liste von allem, was du daneben gehen kann. Ja. Und smart. Dann schaust du dir die verschiedenen Gefahren an und du ermittelst deine Risikokennzahlen. Oftmals wird man ja denken, nehmen wir Haiangriff, jeder hat Jaws gesehen, jeder hält das für die krasseste Gefahr. Ist aber überhaupt nicht die Gefahr, die uns am meisten Sorgen gemacht hat. Und das liegt an dieser Herangehensweise oder dieser Betrachtung durch die Risikokennzahl. Wie ist die aufgebaut? Du hast einmal die Schwere der Gefahr, also was... Krass,
Wie cool das ist. Wahrscheinlichkeit des Eintritts. Fast unmöglich. 1. Keine gesundheitlichen Folgen. Tödliche Folgen. Okay. Das sieht so cool aus, Jürgen. Wie geil das ist. Dass wir das auch alle sehen können. Eintritt. Beim Hai maximal. Das ist tödlich. Dann hast du aber auf der anderen Seite noch die Wahrscheinlichkeit. Wie wahrscheinlich tritt das auf? Und du hattest zum Beispiel in den Perleninseln einen tödlichen Haiangriff in den letzten 100 Jahren. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr niedrig. Sehr gering. Und dann hast du eine mittlere Risikokennzahl. Du hast andere Gefahren, zum Beispiel mit der Machete dreimal am Tag eine Palme hochklettern, während unten Felsen sind. Die sind deutlich höher einzustufen in Safe. Der Risikokennzahl. Klar. Als ergibt voll so Sinn. Eine krass klingende Gefahr, wie zum Beispiel ein Angriff durch ein Hai. Krass, dass die da so wissenschaftlich rangegangen sind. Ergibt voll Sinn, finde ich aber voll cool, dass wir das hier alles auch mitsehen können, diese Risikowerte und so. Oder Krokodil. Jetzt reicht's aber nicht, wenn voll du alle Gefahren ermittelt hast, ist es nice to know. Das heißt, du musst auch noch Maßnahmen dann dafür entwickeln. Nehmen wir jetzt irgendein Beispiel, sagen wir mal, Fritz hackt sich mit der Machete ins Bein, also unwahrscheinlich. Zum einen kann er mit der Machete umgehen, zum anderen ist die schon zu stumpf. Nochmal schön in die Wunde reindrücken hier. Ach man, jetzt wissen wir, warum sie so stumpf ist, ja. Mir Spaß, jemand nochmal fit bekommen. Ja, aber mehr oder weniger fit bekommen. Angenommen, so etwas passiert. Wir haben identifiziert, okay, gut, das hat eine relativ hohe Risikokennzahl, dass einer der Teilnehmer sich mit der Machete verletzt. Dann fragen wir uns zwei Sachen. A, was können wir tun, um diese Wahrscheinlichkeit zu reduzieren? Da kannst du zum Beispiel ein Briefing machen, dass du erklärst, okay, mit der Machete immer vom Körper weghacken. Dass wir ein Tourniquet in die Teilnehmerkits packen, damit sie sich im Notfall selber versorgen können. Und dann fragst du, was kannst du machen, wenn die Kacke am Dampfen ist? Okay, wenn so etwas passiert, wir haben einen Helikopter auf der Insel, wir haben insgesamt 4 Medics und wir haben die Möglichkeit, mit dem Helikopter wirklich in unter einer halben Stunde zum Patienten zu kommen. Also bei Seven vs. Wild ist, sag ich mal, das Logistische ist wahnsinnig, wahnsinnig kompliziert, weil die Leute sind natürlich... Das ist auch so cool. Ey, ich muss noch diesen Kalender bestellen, der in der letzten Folge gezeigt wurde, wo auch diese Map nochmal drin war. Allein für sich, es gibt dieses Todmann-System, aber wir haben eigentlich in der Zentrale relativ wenig Überblick. Und für den Fall, dass ein Notfall passiert, sind die Leute für eine halbe Stunde Minimum auf sich allein gestellt, um da erstmal zu agieren. Und dementsprechend ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass sie... Prävention, also dass sie einfach Maßnahmen selbstständig durchführen können. Erstmal erkennen und dann durchführen können. Für die Erkennen haben wir im Briefing halt viele Informationen gegeben, wo die allein nie drauf gekommen hätten. Aber nach dem Briefing könnte man merken, die haben immer noch Angst, weil die viele Informationen auf einmal bekommen haben. Aber danach im Spätabend könnte man die Entspannung schon merken, wie die entspannter sind, weil die wissen, wenn da gebissen wird, was wird gemacht? Wenn da irgendwie Hitzeschlag kommt, was wird dass gemacht? Dass man zumindest mal grob Prozess gehört hat. Haben die mehr strukturierter? Genau, also ich glaube, das ist auch wahnsinnig wichtig, so eine Selbstwirksamkeit zu haben, weil ich meine, jeder kennt das ja von sich selber, wenn irgendwas passiert, man hat überhaupt gar keine Ahnung, was man machen soll. Ja, also es dann ist Panik maximale direkt. Maximale Panik aus und ist alles scheiße so. Aber selbst wenn man nicht genau weiß, man hat so ein bisschen Ahnung. Das hilft einem schon wahnsinnig viel weiter, vor allen Dingen auch über diese Panik drüber wegzukommen und einfach zu sagen, okay, ich kann hier eigentlich was machen und ich bin nicht komplett am Arsch. Und das war auch für so ein Projekt einfach unglaublich essentiell, weil wir sind nun mal eine Weile weg, die sind nun mal sehr für sich. Da muss sowas halt im Vorfeld auch geklärt sein. Bevor die Teilnehmer auf die Insel rausgelassen wurden, haben die natürlich von uns Das ist jetzt so cool, die alle da so zu sehen, obwohl wir jetzt so ein paar Wochen lang die immer schon auf der Insel nur halb nackt gesehen haben, so am Hacken und so. Und wir sehen jetzt hier nochmal hier alle so rumsitzen zusammen. Voll cool. Briefing bekommen, wie sie sich in verschiedenen Situationen primär zu verhalten haben. Ich blute! Was mache ich? Was mache ich? Raus! Sehr gut. Das ist so, dass ich auch in Deutschland dafür Kurse gebe, zusammen mit Merten, meinen Kollegen, haben wir jetzt auch einen neuen Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs eigentlich entwickelt. Und ja, die Links dafür findet ihr unten in der Videobeschreibung. Checkt es gerne aus, wir freuen uns total, wenn ihr mal vorbeischaut. Und es ist tatsächlich bis jetzt relativ einzigartig, weil in Deutschland gibt es wenig Angebot und vor allen Dingen wenig fundiertes Angebot. Und da haben wir halt gedacht, okay, für alle Begeisterten und für Projekte wie dieses bietet es sich natürlich an, da einfach besser informiert und besser für den Notfall vorbereitet zu sein. Muss ich als Notfallmediziner auch sagen, ich habe sogar von Thorsten vieles gelernt. Der hat mega geile Tipps, was man im Medizinbereich alltäglich Notfallmedizin nicht sieht oder damit Kontakt hat.
Im Survival-Bereich habe ich unterschiedliche Gebiete einfach gelernt. Auch, ja. Ich würde auch empfehlen. Also es gibt zwei Erste-Hilfe-Kits. Das eine, das muss ständig am Mann getragen werden. Oh, jetzt sehen wir die Erste-Hilfe-Kits mit den Inhalten auch noch. Das hat mich auch super interessiert, muss ich sagen. Das ist das schwarze, das ist das sogenannte 60-Sekunden-Kit. Das ist offensichtlich selbst erklärend, worum es so heißt. Da geht es um die Wurst und man muss schnell handeln. Da ist im Endeffekt ein Tourniquet außen dran für eine schnelle Blutstillung von einer sogenannten Mutter aller Blutungen. Also wirklich einer riesengroßen, arteriellen, springbrunnenhaften Blutung, die man haben kann, weil das geht wirklich sehr, sehr schnell, bis man da nichts mehr tun kann. Dann ist da drin EpiPens und zwei Medikamente, um einen allergischen Schock zumindest erstmal unter Kontrolle zu bekommen, bis wir da sind. Gleichzeitig eine Kühlkompresse für den Fall, dass, sage ich mal, irgendwie der Hals zuschwillt, dass man da noch ein bisschen kühlen kann, um die Atemwege nicht zu sichern, aber zumindest erstmal zu dämpfen, genau. Und dann haben wir da noch eine grüne elastische Binde drin. Ich meine, es ist zwar so, dass die Wahrscheinlichkeit, ein giftiges Tier auf dieser Insel zu treffen, sehr gering bis ausgeschlossen ist, aber ausgeschlossen kann man halt sagen, ne? Und für den Fall, dass man doch von etwas gebissen ist, von dem man dann ausgeht, dass es giftig ist, kann man einen leichten, wie so eine Art Stützverband anlegen und das schindet wahnsinnig viel Zeit. Das ist im 60-Sekunden-Kit. Okay, find ich cool, dass wir alles nochmal gesehen haben. Auch das mit dem EpiPen zum Beispiel, mit dem allergischen Schock, ist super smart, einfach das mit reinzupacken. Habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Andere, das ist das grüne First-Aid-Kit. Das ist primär zur Wundversorgung da. Da ist es je nach Kenntnisstand der Teilnehmer tatsächlich so, dass man mit einem Druckverband tatsächlich auch größere Wunden erstmal blutstillen kann, genau versorgen kann und ja, halt auch dann weiter, sag ich mal, die Wundversorgung machen kann. Genau, Wundversorgung, dazu gehört Wundspülung für tägliche Kontrolle, komplette Materialien, was man braucht, sogar antiseptische Salbe haben wir, antibiotische Salbe. Ich finde auch diese Animation hier cool, dass wir wirklich alles nochmal mit so Bildern sehen. Da drin, dass sie langfristig, wenn die Teilnehmer zum Beispiel erste, zweite Tag sich verletzen, nicht dafür rauskommen, sondern okay, ja, sich selber versorgen, dass die so im sicheren Bereich sind. Und wenn die halt nicht zurückkommen, wir sind 24 Stunden, 7 Tage dabei, jederzeit rufbereit, könnten wir jederzeit die, so kann man sagen, mehr unterstützen. Extrem wichtiger Tag heute fürs gesamte Orga-Team. Heute wird das erste Mal die Rettung und Aussetzung von Leuten getestet. Also der Heli wird über die Insel fliegen. Wir werden an einem Spot einmal krass, das komplett alles richtig abgesichert, getestet. Finde ich cool. Rettungsszenario testen. Alle sind ein bisschen angespannt. Keiner weiß so richtig, was auf uns zukommt. Obwohl alles unheimlich gut durchgeplant ist, sind genau solche Proben natürlich mega wichtig. Ein Teil vom Team fährt mit dem Boot los. Der andere Teil vom Team fliegt mit dem Helikopter von Panama City aus. Also jetzt geht's richtig ab. So, krass, ja, zurück im Hangar. Wir machen ein Szenario, in dem Tom so tut, als wäre er verunglückt beim Absprung. Und wird dann von Martin, unserem Rettungsschwimmer, gerettet. Ja, danach werden wir noch auf der Panama-Klinik landen, um zu gucken, wie es wäre, wenn wir dann diesen Verwundeten auch jetzt im Krankenhaus fahren würden. Also könnte wild werden. Clemens, was erwartest du vom Tag? Ich hoffe, dass wir unsere Rettungskette vernünftig erproben können und dann mit einem guten Gewissen ins Projekt starten können. Ich hoffe einfach nur, dass wir schnell genug da sind, weil der Helikopter ist echt verdammt schnell von Panama City aus hier. Und wir haben ein ordentliches Stück mit dem Boot zurückzulegen. Aber echt geil, dass sie alles, wirklich alle Eventualitäten einmal geprobt haben quasi. Das war ja nicht nur eine Notfallübung für den Drop-Off, sondern wir haben einmal die komplette Flugroute, die wir vorher geplant haben, über die Insel. Mit den einzelnen Koordinaten sind wir abgeflogen, in der Reihenfolge, wie die Teilnehmer dann ausgesetzt werden sollten, um einfach zu gucken, klappt das in der Kommunikation zwischen uns, den Koordinatoren und den Piloten. Fliegt er zu den richtigen Stränden, weil es wäre natürlich eine absolute Katastrophe, wenn er da Leute vertauschen würde, etc. Das mussten wir einfach testen. Und wir haben ja schon rausbekommen, irgendwas ist auf jeden Fall mit der Reihenfolge schiefgegangen beim Aussetzen der Teilnehmer. Grüner Abschluss war dann eben die Übung mit dem ertrinkenden Teilnehmer, der dann durch den Rettungsschwimmer gerettet werden musste. Was zum Glück nicht der Fall war, aber bei Knossi wirklich knapp war, wirklich knapp war. So surreale Aufnahme immer noch, dass sie einfach da so, der mit Plan Helis ist jetzt, rumfliegen. Wir sitzen im Helikopter, befinden uns an Joris Spot und machen hier einen Teststrung. Draußen ist das Rettungsboot, es ist schon bereit, damit auch die Medics ihren Einsatz einmal testen können. Ich werde ins Wasser springen, mich als ungeübten Schwimmer in Panik versetzen und Rettungsschwimmer Martin wird mich an Land ziehen, wo ich dann die Erstversorgung bekomme. Super gut, dass sie alles wirklich den Ernstfall getestet haben auch. Bam. Mit
kurzer Verzögerung sprang Martin hinterher, um den in Panik geratenen Tom an Land zu schleppen. Dann folgte das Medical Team, um die wichtigsten lebenssichernden Maßnahmen zu treffen. Bei der wirklichen Aussetzung der Teilnehmer war das Medical Team mit im Helikopter. Das war in der Übung leider nicht für uns zu simulieren. Okay. Krass, oha, das ist echt krass. Okay, die haben wirklich richtig, richtig krass gemacht. Krass, ja. Ich bin direkt in meine Hilfe. Cool. Cool. Hübschrauber. Ein paar Kriterien haben das echt wahnsinnig schwer gemacht gerade. Erstens, ganz klarer Fall, Stiefel beim Drop-Off müssen aus. Ich glaube, ich werde sogar das T-Shirt vorher ausziehen müssen, weil das ist alles Widerstand im Wasser. Und ja, ich merke schon, dass ich krass ausgelaugt bin, aber das war eine exzellente Übung. Auch noch mal zu sehen, wo ich technisch noch was besser machen kann. Und super wichtig, allein, dass er gecheckt hat, okay, ich muss das noch ausziehen, geil. Und wo wir auf jeden Fall... Also geil im Sinne von, dass sie es geprobt haben, alles, also, ja. Auf jeden Fall auch jetzt Verbesserungen gesehen haben, die wir beim nächsten Mal besser machen. Thorsten, ja. Wie war es für dich, auf dem Heli zu springen? Absolute Überknaller! So, was sollte man jeden Tag tun? So, also wirklich, es hat sich angefühlt wie so ein Drop so, aber alle anderen haben gesagt, sah cool aus, dann nehme ich das. Und, Mann, das war eine geile Experience. So. Tom ist wirklich schwer. Ich glaube, jeder ist wirklich schwer. Also so Leute mal kurz einen Strand hochtragen, sieht wirklich einfacher aus, als es ist. Ich ja, dann das war das Rettungsteam da so und wir haben gut Medic-Shit gemacht und es war der Hammer. So, so kann es laufen. War soweit in Ordnung. Nicht in Ordnung, sondern mehr als in Ordnung. War perfekt. Hm. Wir waren schnell beim Patienten, sehr gerne. Konnten gut arbeiten. Patient wurde gerettet, Ziel erfüllt. Für das ganze Team war die Übung also ein voller Erfolg und wir wussten, dass wir die Teilnehmer guten Gewissens aus dem Heli werfen konnten. Nur einem war nicht ganz nach Feiern zumute. Wir sind jetzt gerade mit dem Heli gelandet, hier an dem nächsten Strand bei unserer Testübung. Also ich weiß nicht, ob man es mir ansieht, aber mir ist so kotzübel, das ist wirklich... Oh nein, bei mir ist das so, wenn mir so richtig übel ist, dann... will ich nicht reden. Bei mir wird's besser. Also ich fühle mich eine Zeit lang besser, wenn mir richtig übel ist und ich dann einfach nicht rede. Und ich darf meinen Kopf so nicht bewegen, sondern ich muss irgendwo sitzen. Und es hört sich jetzt vielleicht dumm an. Ich sitze irgendwo und gucke dann eine Stelle so stur an. Und atme einfach durch den Mund so. Und nicht die Augen so viel bewegen, sondern dass mein Kopf und mein Körper sich so konzentrieren können. Und dann lüppt das wieder nach einer Zeit. Also das hatte ich selten. Das ist natürlich schlecht, weil ich der Kameramann bin in der... Schwierig. Schwierig, ja. Also wenn ich da dem Piloten die Armatur voll kotze, ist es auch nicht die beste Variante. Oh Mann, nicht gut. Es gab ja auch noch irgendwie Probleme mit dem Piloten, der irgendwie... Ich weiß nicht, müssen wir auch noch mal gucken, wann das aufgelöst wird. An diesem Tag konnte das Team leider nicht auf dem Krankenhausdach landen. Im Notfall würde dies aber möglich sein. Okay, geil. Wie geil das sein muss dann. Also ich hoffe, es passiert nicht, ne, dass da jemand landen muss, aber wie geil muss das sein? Testrun beendet. Auf dem Helipad konnten wir leider nicht landen vom Krankenhaus, weil wir was keine Freigabe bekommen haben, so kurzfristig. Ansonsten sind uns auf jeden Fall noch ein paar Fehler aufgefallen, die wir jetzt in der Nachbesprechung abklären müssen. Also sehr gut, dass wir es gemacht haben. Ich habe sehr viel kalten Schweiß verloren, aber ein bisschen witzig auch. Spaßig würde ich nicht sagen, für mich zumindest nicht. Und während dem einen kotzübel war, schnitt sich der andere mit der Drohne in den Finger und das Medical Team musste sofort wieder an die Arbeit. Was für eine unglaubliche Testrettungsaktion. Alles dabei und jetzt sogar noch ein richtiger Einsatz. Max hat sich beim Drohnefangen in die Finger geschnitten und muss jetzt tatsächlich erst versorgt werden. So schnell kann es gehen. Da haben es wirklich Max und Johannes, die beiden Organisatoren, beide hinbekommen, sich zu schneiden, Junge. Wie Paddy das ja bestimmt auch schon erzählt hat, so gibt es das dreifache Codesystem, so ein Ampelsystem bei uns. Code Green ist das, was die Teilnehmer früh und abends absenden, wo sie einfach sagen, okay, yes, alles ist gut so, der Dschungel lebt, wir leben auch. Code Yellow ist im Endeffekt entweder so, holt mich hier raus, so, oder halt eine nicht kritische Verletzung, die einfach Zeit hat. Und Code Red
ist da, wo es wirklich um die, also wo es schnell gehen muss, wo eine kritische Verletzung da ist, wo es um Leben und Tod letzten Endes geht. Digga, das und ist der so Grund, krass, ja. Warum bei einem Code Yellow hauptsächlich Clemens und ich rausfahren, ist, dass für den Fall, dass in dem Moment noch ein zweiter Notfall passiert, der potenziell viel schlimmer ist als, sage ich mal, eine banale Abholung oder eine kleine Verletzung, ist, dass Islam jederzeit verfügbar ist. Smart, so smart, klar, das ist so smart, ja. Zusammen dann diesen Notfall auch zu bearbeiten. Wir kontrollieren trotzdem jede Code Red, auch Code Yellow, bevor wir losfahren, weil jede Code Yellow kann in 15 Sekunden kann auch Code Red sein. Sollte es allerdings mal so sein, dass wir sagen, okay, das können wir so nicht handeln, kommt der Patient dann in der Regel zum Helikopter und wird dann in Begleitung mit Islam und Björn nach Panama City geflogen. Dort haben wir mit der Panama Klinik tatsächlich schon Kontakt gehabt. Die haben oben ein Helipad, da wird drauf gelandet und dann geht das weiter wie ganz normal in Deutschland. Um diese maximale Sicherheit zu gewährleisten, haben wir dann bei uns im Camp jeden Tag Code Red. Code Red war bei uns der Notfall. Haben wir das einfach eingeübt im Team? Um dieses System zu testen, wurde der Ernstfall mehrmals in den Tagen vor Ankunft und sogar nach der Aussetzung der Teilnehmer kontinuierlich geprobt. Lol, das ist so gut. Die haben wirklich an jede Kleinigkeit gedacht. Sogar während die Leute auf der Insel schon waren, wurde das nochmal geprobt, um einfach diesen Rhythmus beizubehalten, diese Alarmbereitschaft. Ziel war es, dass bei einer realen Notfallsituation nicht nur jedes Teammitglied genau wusste, was seine Aufgabe war, sondern wir wirklich verinnerlicht hatten, wie wir zu handeln haben. Gute Arbeit. Guter Training. Ich habe kein Zeitgefühl, wie viel wir gebraucht haben, aber ich glaube, bis jetzt alles strukturiert gelaufen. Das ist so professionell, wenn man darüber nachdenkt, wie, also bei der ersten Staffel in Schweden hatten sie auch schon super gute Verhältnisse für damals, so, aber das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level hier und wie strukturiert das ist, wie krass das ist, echt. Werden wir gleich besprechen, Verbesserungsmaßnahmen wird ja kommen. Wenn nun beispielsweise ein Code Red eintreffen würde, also eine sofortige Rettungsaktion mit all unseren Mitteln vonnöten wäre, wird erst Alarm geschlagen. Islam als Notarzt übernimmt das Satellitentelefon, sofern ein Kontakt über Satellitentelefon möglich ist, um eine erste Einschätzung über den Notfall zu bekommen. Okay. Allergische Reaktion, Sabrina, haben wir erste Maßnahmen, Therapieempfehlungen gegeben, werden wir gleich hinfliegen müssen. Boah, das ist so gut, dass die alles so geprobt haben. Das überrascht mich echt, dass es so krass oft geprobt wurde und so konkret, finde ich super gut. Zum Schluss fliegen Notarzt und Notfallsanitäter mit dem Heli auf schnellstem Wege zum Patienten. Rettungssanitäter und Rettungsassistenz folgen diesem dann zur Unterstützung mit einem Boot. Fazit, Paddy. Sehr geil. Nachdem es am ersten Tag bei der Übung noch ein ziemlich wildes Chaos war, jeder rannte hier rum, es war super hektisch, ist inzwischen erstaunlich leer in der Zentrale. Das liegt daran, dass alle genau wissen, was sie zu tun haben. Jeder weiß, wer zum Beispiel den Helikopterpiloten alarmieren soll oder den Bootsfahrer. Es hat heute alles reibungslos geknappt. Sehr gut. Stimmt mich guter Dinge, falls wirklich ein Unfall passiert. Gestern haben wir dann noch gesehen, okay, diese letzten kleinen Stellschrauben, hier mit dem Boot gab es noch ein bisschen Probleme. Und heute, es war absolut perfekt. Wie lange haben wir gebraucht, Thorsten? 2 Minuten. Ja, alles klar. Das ist eine fantastische Zeit, sah richtig gut aus. Leute, Ablauf. Sehr gut, geil. Ach ja, und durch einen dummen Fehler sind in der letzten Folge 2 super wichtige Teammitglieder nicht von mir aufgezählt worden. Debbie und Marlina sind für den gesamten Social Media Content. Debbie und Marlina, smart. Hey, willkommen, wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid, ihr macht guten Content. Geil. Abseits von YouTube verantwortlich, haben mitorganisiert und das Team vor Ort in so ziemlich jedem Punkt unterstützt. Geil. Hier also nochmal ein besonderes Danke an euch beide und gleichzeitig sorry von mir. Das hat dir schon dieses Gefühl von Sicherheit gegeben, okay, wenn dir wirklich was passiert, dann sind wir gut gewappnet. Geil, Junge, ich freue mich so auf die nächste Folge. Da dieses parallel zur Hauptserie veröffentlicht wird und wir natürlich nichts vorwegnehmen wollen, werden ab sofort immer nur freitags neue Folgen kommen. Ah, okay, fair, dann wissen wir Bescheid, okay. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um das nicht zu verpassen. Okay, fair. Kommt noch was am Ende? Nee. Okay. Ey, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich richtig doll dann auf die nächste erstmal 7 vs. Wild Folge natürlich, die jetzt am Sonntag zusammen mit uns hier angesehen wird. Und dann am nächsten Samstag haben wir schon wieder die nächste Reaction auf die neue Behind-the-Scenes-Folge. Das war super interessant, wirklich zu sehen, wie viel organisatorischer Aufwand dahinter steckt, von dem wir natürlich wussten, dass er vorhanden ist, aber so konkret wussten wir es nicht. Dass sie alles geprobt haben, hat mir richtig gut gefallen. Und das wirklich auch so konkret gesagt wurde, okay, Sabrina, allergischer Schock, bam, 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 super interessant und hat mich überrascht, wie krass das war und hat mich auch voll gefreut, wie konkret wir das zu sehen bekommen haben.
ja, ich bin super gespannt, wie gesagt, neue Folge kommt heute raus, bedeutet, wie gesagt, morgen Reaction 18 Uhr online, ich freue mich sehr, habt einen wunderbaren Tag, Freunde, bleibt alle so fresh und gut aussehend, wie immer natürlich, wir sehen uns und ciao.